Liebe Talk-Freunde, hier in Bad Homburg hat sich einiges geändert, seitdem Berthold Merze nicht spurlos vor diesen Zigarettenautomaten verschwunden ist. Entschuldigung, könnt ihr bitte mit dem bescheuerten Nebel aufhören? Ich sehe nämlich nichts. Thank you. Jeden Tag ist es hier sehr nebelig. Mittlerweile haben die Geschäfte über Mittag geöffnet. Es gibt eine neue Fußgängerzone mit zwei Sexshops. Diese geheimnisvollen Schriftzeichen sind das Einzige, was Marianne Merz nicht an ihrem Mann geblieben ist. Bisher konnte sie keiner identifizieren. Der UFO-Experte von Bad Homburg, Heiner Lauterbach, behauptet allerdings, dass es sich hier um einen extraterrestrischen Fußabdruck handelt. Er steht. Und ja. TV Kaiser T-Shirts, heute nur 20 Mark. Kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. V. Ja. Es ist irre gruselig hier draußen. Oh. Und der Nebel, der sieht total echt aus. Wenn ich nach oben gucke, ja, das schaut uns leer. Weil, das geht ganz schön weit hoch. Das gibt's ja gar nicht. Nee. Marco, nee. Was ist? Da ist grad so ein Hummel gegen den Scheinwerfer geflogen. Ja, gut. Kannst du sonst noch was Außergewöhnliches erkennen? Ja, wir haben 20 T-Shirts verkauft. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, dann guckt sich Marianne mal zum Zeitvertreib den Ausschnitt an. Ne? Ausschnitt an? Was für ein Ausschnitt an? Hey, die Sendung von heute. Sag mal, Berthold, wo haben Sie denn die letzten 12 Monate gesteckt überhaupt? An Michelle. Marjannelein, du, ich muss mal schnell Zigaretten holen. Nein, das ist eine französische Frau. Eine Studentin. TV. Ja, was denn? Marianne ist weg. Wie weg? Ja, gerade stand sie doch noch hier. Ja, wo ist sie denn hin? Keine Ahnung. Sie kommen. Sie kommen. Ja. Unglaublich, liebe Talkfreunde. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Da will ich nur eine Talkshow machen und auf einmal verschwindet hier jemand. Ja, so war das nicht gemeint mit dem Thema vom Schicksal getrennt. Sehr mysteriös. Aber ja, so ist das vielleicht, wenn wir uns zu weit aus dem eigenen Haus wagen. Liebe Talkfreunde, nächste Woche ist unser Thema Blitzhochzeit. Oder wie sage ich es meinen Eltern? Ich rechne mit allem, auch mit Ihnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Super RTL. Schön, dich zu sehen.